So Leute, willkommen zu einem neuen Lost Place. Heute mal bin ich in der Schule, in einer alten, verlassenen Schule. Zumindest bevor ich wieder Scheiß erzähle, lasse ich es mal so wie Schule stehen. Zumindest wurde das auf der Urbex Elite Karte als Schule ausgezeichnet oder angegeben. Von außen sieht es bis jetzt noch nie aus wie eine Schule, aber wir werden sehen. Und unten war die Tür auch verbarrikadiert, also weiß ich nicht, ob eventuell welche hier sind. Hallo, wenn hier jemand ist. Ich möchte nur Film machen. Hier gibt es wieder 1000 Räume. Nehmen wir mal den großen hier. Wow. Das sieht auf jeden Fall aus wie eine Aula. Die Küche. Das würde ich denken, ist die Küche gewesen. Essensausgabe. Kabeldiebe. Auch schon wieder am Start gewesen. Was haben wir hier für ein Gefängnis? Hier geht es nur weiter. Ah. Ah, so groß. So, jetzt frage ich mich, warum man hier Loch reinboxt in die Wand, wenn doch hier die Tür offen steht. Dieses Objekt ist wieder die Kategorie, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Alter, was sind denn hier für Wellen im Boden? Hier kommt der Fußboden voll hoch. Die Decke, die ist mega. Aber erstaunlich ist hier nicht wirklich großartig Graffiti. Hier stehen erstmal Kerzen. Hier geht es bestimmt in den Hof, würde ich mal denken. Alter, was ist denn mit den Fußböden los hier?
Die kommen voll hoch. Da spare ich mir das drüber gehen. Wie immer, die Lost Place Close. Hallo? Wenn hier jemand ist, bitte melden, damit ich ihn nicht filme. Ich mache nur Video. Achtung, Stufe. Ich habe hier wegen der blockierten Tür unten irgendwie komisches Gefühl. Also jetzt. Würde ich mal schon sagen, ist eine alte Schule. What the fuck? Reingehen kann ich mir ja, glaube ich, sparen. Das sind alles Toiletten hier hinten. Boah. Okay, Schule. Jetzt ist es 100%. Entweder ist hier irgendjemand oder hier tropft was. Zieht euch das rein. Güte. So wirklich groß sind die Klassenzimmer aber nicht. Okay, das ist groß, das kann man. Eigentlich, wenn ich mir den ganzen Fußboden anschaue hier überall, habe ich ein bisschen Respekt. Mal aus dem Fenster gucken. Okay. Ach, das ist. Wie hässlich man das aufgehangen hat. Wieder Kabeldiebe.
Hier haben sie gewütet. Übelst. Von wann ist denn die Zeitung? Oh. Von 98. 17.02. Das sind richtige Stahltüren. Ach, geht noch ganz schön hoch. Ich wollte eigentlich mal den Hof richtig sehen, ob sich das lohnt, rauszugehen. Boah, die Decke da oben. Ohne Ende grün, aber cool gemacht. Toiletten. Ja, hier ist definitiv jemand. Ich verschwinde. Leute, das war's dann. Ich mach mal ganz schnell Fisch. Ich weiß nicht, wer das ist. War ein kurzes Video. Ich bin dann weg, Leute. Mal schauen, ob wir noch was im Hof haben. Oder nicht. Ich habe den eindeutig gehört. Da. Dieses Teil liegt vor der Tür. Warum hat er sich nicht einfach gemeldet, wo ich gerufen habe? Das wäre die Bude dann von außen. Von außen würde man denken, dass es irgendein Betriebsgelände ist. Von außen sieht es gar nicht aus wie eine Schule, oder? Leute, hier hinten kraucht er irgendwo rum. So, ich hau ab hier, bevor der Typ rauskommt. Ich weiß ja nicht, was das für einer ist. Der hat sich definitiv hier drinnen einquartiert. Ich hau hier ab. So. Jetzt raus, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, jetzt bin ich die Schule von außen nochmal abgegangen, weil mir einfiel, normalerweise gibt es in Schulen eine Sporthalle bzw. Sportplatz oder Hof,
Aber hier an dem Gebäude absolut nichts. Aber ob ich noch mal reingehe, glaube ich nicht. Mal schauen, vielleicht finde ich ja noch ein Lost Place. Dann melde ich mich noch mal. Bis dahin oder ciao, ciao.